Chansons, des très beaux translatés. Ich trete durch. Wahrscheinlich von euch alle mitbekommen haben, hat mich Michelle ja nach Paris entführt zur Überraschung. Und wie ihr wisst, ich hasse Überraschungen, unglaublich. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, warum wir jetzt diese Review machen, weil niemand geht eigentlich von euch nach Paris. Aber wir hoffen... Doch, ja. In den Kommentaren bei Instagram haben ganz viele geschrieben, sie waren bei Tanz der Vampire im Theater Mogador. Ja, und in genau diesem Theater waren wir, wo eigentlich Phantom der Oper das erste Mal jetzt spielen sollte. Leider ist komplett das Bühnenbild abgebrannt und Stage hat jetzt nur noch 3,5 Bühnenbilder von Phantom. Ich fand den Gag lustig. Wir waren jetzt im Notfallersatzstück, was wahrscheinlich irgendwo immer bei der Stage rumliegt. Wir waren bei Grease im Theater Mogador. Theater Mogador. So, weil uns wahrscheinlich auch mal. Theater Mogador. So, weil uns wahrscheinlich auch sehr viele, hier, das ist so ein bisschen ESC-mäßig heute Abend, also es werden wahrscheinlich sehr viele auch aus Frankreich zuschauen. Bonsoir à tous les Français. Ich bin halb Franzose, deswegen kann ich Französisch nur so halb. Deswegen, bonjour à tous. Nein, darf ich jetzt einmal die Geschichte erzählen? Noch. Nein, wenn wir... Une histoire comique, mais pas... So, nein. Wenn ich... Also, wir waren ein paar Tage in Paris. Und man wird ja immer gefragt, weil Franzosen können kaum Englisch. Français ne pas parler anglais. Sie können super schlecht Englisch. Und deswegen wird man immer gefragt, ob man Französisch kann. Parlez-vous français? Und Michel immer so... Oui, je parle français, mais... Aber ich habe nicht alles verstanden. Und ich wusste schon vorher, dass Michel sehr schlecht Französisch kann. Und... Es war immer sehr, sehr lustig, weil irgendwann kam dieser Punkt, er hat so 3 Worte verstanden von dem und irgendwann kam dieser Punkt, wo Michel so... Und dann habe ich auf Englisch umgewechselt, habe da gesagt, könnten Sie es vielleicht auch auf Englisch sagen? Nein, du hast einfach die Menschen... Ja, ich habe sie erstmal komisch angeschaut, in der Hoffnung, dass bei mir der Groschen fällt, was sie wollten. Unter anderem Entschuldigung, auch. Der Satz auf Französisch, wie möchten Sie denn bitte schon Ihr Fleisch haben? Medium oder Rare oder Well Done? Entschuldigung, deshalb verstehe ich auf Deutsch ich einfach nicht. Ich habe von der Seite Medium reingeschrieben. Egal, also es geht jetzt um Grease im Theater Mogador. Das ist doch lustig. Also es geht um Grease im Theater Mogador. Zur Story müssen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Wir haben ja auch schon mal Grease in Deutschland angeschaut. Genau, verlinken wir jetzt. Sandy und Danny haben sich irgendwann in den Sommerferien kennengelernt und als sie sich dann zufällig in der Schule wieder treffen, will er nichts mehr von ihr wissen, weil er so der coole Macker und im Laufe des Schuljahres bricht es dann irgendwann auf und sie wird cooler und er verknallt sich dann doch noch in sie. Also die Story ist jetzt keine große Überraschung, aber, und das kann ich gleich vorweg schicken, sie haben das Beste aus der Story rausgeholt. Vous avez faire le best de la histoire. Ja. Ist best französisch? Le plus beau. Also, l'histoire c'était très beau et c'était très comique. Es war sehr lustig. Du wirst auf dem Place de Concorde geköpft gleich, wenn du weitermachst. Ja, da wurden schon andere, haben schon andere den Kopf gelassen. Also, sie haben wirklich das Beste aus dieser Story rausgeholt im Vergleich zur Tour, die gerade durch Deutschland tourt. Haben sie die Charaktere auch noch weiter ausgearbeitet und sie haben auch noch ein paar Szenen mehr dazu gemacht, damit das Ganze doch noch ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Es steht übrigens auf... es gibt keinerlei Plakate in Paris davon. Partyplakate Paris? Es wird nicht beworben, no, aber es steht auf den Unterlagen. Also er hat natürlich die französischen Unterlagen wie immer mitgenommen. Es steht auf den Unterlagen drauf, mit englischen Untertiteln. Avec Subtitle anglais. Keine Ahnung, was das heißt. Ja, bloß, also ich kann wirklich super schlecht Französisch. Il ne parle pas français. Oh Gott, es ist mal... Ja, ich muss es ist wie beim französischen Song-Kontext, ist das nervig. Und so ein paar Sachen, ich glaube, die Lieder sind alle übersetzt worden. Les chansons étaient très beaux translatées. Ich trete durch. Bloß, also das einzig Lustige anscheinend an diesem Abend war die Schulleiterin mit dem Spießer da zusammen. Eugène et Miss Lynch étaient très comiques. Céline Groussard hat die Schulleiterin gespielt. Ich konnte der auch zuschauen, ich habe kein Wort verstanden. Ich habe auch kein Wort. Aber sie hatte so eine geile Gesichtskomik drauf und sie hatte so, das ist wie wenn Anke Engelke auf der Bühne stand. Ich wollte aber nochmal dazu sagen, da war natürlich der Untertitel aus, was sie sehr viel, glaube ich, einfach so mal improvisiert haben. Und für mich war das absolut nicht verständlich. Das ganze Publikum hat gelacht. Also
das ganze Publikum, die fünf Menschen, die mit uns in diesem Theater auch noch... L'audience a rigolé trop. Das Publikum hat viel gelacht. Ja, ja, aber fünf Menschen eben nur. Nein, ja, die ist lustig. Nein, natürlich waren drin 200, 300 ja. oder so. Also, das war wirklich super schauspielerisch waren die echt alle super. Wir hatten Danny und Sandy, also als Danny hatten wir Alexis Loison. Der war allerdings gesanglich nicht so gut. Alexis Loison, très beau à... Also hast du ihnen eine Paracetamol? Ich krieg echt Kopfschmerzen. Und mein Highlight des Abends, Alizée Lalonde. Die hat so fantastisch gesungen, fantastisch chanteuse. chanteuse fantastisch muss das heißen. Ey, die hat so geil gesungen. Sie haben dieses Hopelessly Devoted, haben so umgedichtet, Je ne peux pas passer de nous. Es war so schön und ich hatte da wirklich Gänsehaut. Nein, und du hattest vorgesagt... Michelle hatte da auch noch vorgesagt, weil ich dann dachte so... Wie das heißt? Voll krass. Das heißt auch Gänsehaut, oder? Nein, Michelle hatte vorgesagt, so, hey, das sind so ein, zwei Lieder auf Französisch. Nein, sie übersetzen alle Lieder auf Französisch. Nein, we go together like grandma, lama, 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 lama. Und dann kommt der französische Text hinter. Ja, oder Summer Night. Das war auch teilweise auf Französisch. Und Emmanuel Nzuzi hat die Betty Riso gespielt. Auch eine Hingabe, die wird wahrscheinlich im Herbst kommt Chicago, die werden die garantiert für die Velma Kelly besetzen. Aber zum Schluss, es ist Grease einfach. Also, ja, ist ja nicht so, ich fand das Theater viel schöner als ich habe mir vorgestellt, okay, da könnte der Kronleuchter runterkommen, da könnten sie dastehen. Das fand ich sehr schön. Die hatten auch noch oben so eine Traverse, wo der Kronleuchter wahrscheinlich irgendwann mal aufgehängt wird, wenn sie den zweiten, wo kommt das Bühnenbild dann her, aus Argentinien? Argentinien ist momentan das Stage-Bühnenbild. Ja, für mich ein Teil, wenn man... Musikalische Band saß auf der Bühne, so eine 9-10-Mann-Band. Die haben das super gespielt und da war auch so richtig Schmiss auf der Bühne. Akustik war auch sehr gut. Bühnenbild war, ja gut, es ist halt ein Notfallbühnenbild. Also bei Grease brauchst du jetzt auch nicht... Es ist ein Tourbühnenbild, definitiv. Hundertprozentig ein Tourbühnenbild. Nee, das kannst du nicht auf... Da brauchst du aber ein paar LKW, um das zu touren. Naja, in so Semitour, immer was Stage momentan macht, zwei Monate da, zwei Monate da, zwei Monate da... Aber es ist immer noch Grease. Es war ein Abend, der sehr lustig war, weil ich hatte noch nie ein Musical in einer Sprache angeschaut, die ich absolut nicht kann. Navi par une musical dans une autre Michelle, langue. Michelle ist da schon am Broadway passiert, als er mich die ganze Zeit gefragt hat, was ich jetzt gerade singe. Deswegen da gab es noch keine Übertitel. Es war ein lustiger Tag, aber ich glaube, es war immer noch Grease. Es war auf Französisch. Wenn man es sich antut, aber ich würde eher auf Französisch. Wird eher auf Phantom der Oper warten. Ja, du kannst aber Grease mit Phantom der Oper. Nein. Ne tu pas comparise Grease avec Phantom. Ich habe einfach die ganze Zeit gedacht, Phantom der Oper als Funfic hat er noch nie in Paris gespielt. No. Und die Opera irgendwas, Garnier, die ist ja 5 Meter von dem Theater entfernt. Deswegen, es hätte super gepasst da. Und wir hoffen sehr, dass... Nous espérons que la Phantom de l'Opéra veut jouer à l'Étoile Mont Gador. Es war schon okay, so. Also hätte ich es verstanden komplett, aber das ist ja mein Fehler. Hätte ich alles verstanden, hätte ich dem 7 Punkte gegeben. Ich habe es nicht verstanden, deswegen ist es irgendwas drunter, aber ich kann es nicht wirklich beziffern. Ich gebe... Für es ist Grease. De Allemand. Oh, c'était mach's jetzt nicht. 8 de 10 points. Hast du gerade 10 Punkte? Nein, 8 von 10 Punkten. 8 de 10 Punkten. 8 von 10 Punkten. Ich muss leider was abziehen für ein bisschen mageres Bühnenbild und für die Story ziehe ich auch mal einen kompletten Punkt. So, und jetzt seid ihr an der... Halt, Moment, noch Tipps. Also, noch diesen Sommer in Paris. Théâtre Mogador, müsst ihr bei Google gucken, wo es ist. Tickets bis zu 100 Euro. 100 Euro, das ist das Maximum. Und in der ersten Reihe, Le Premier... Love Seats, das heißt so kleine Doppelsitze, da kannst du dann mit deinem Partner kuscheln. Wir saßen in Reihe, keine Ahnung, M. Wir wollen nie mehr kuscheln. Nee, aus dem Alter sind wir raus. Aber es war très beau, très chanteuse, jetzt seid ihr nämlich an der Reihe. Wart ihr schon mal in einem Musical, bei dem ihr die Sprache absolut null verstanden hat? Oder doch, ja, in Chicago, in Stuttgart, da konnte die Hauptdarstellerin auch nicht so gut Deutsch. Nein, sie hat die Sprache nicht verstanden. Und niemand, der... Niemand konnte die verstehen. Nein, aber wir diskutieren gerne mit euch, ob ihr mal ein Stücke geht. Müsst ihr sie denn eigentlich dann vor schon auf Deutsch oder auf Englisch mal anschauen, um dann das mal in... Es gibt ja ganz viel in Barcelona, es gibt ganz, ganz viel... Italien, Theater Mogador. Oder zum Beispiel Vampire in... Weißrussland. In der Tundra. Nee, die spielen Rumänien. Russland und... Transsilvanien. Irgendwo im Osten. Da im Osten. So.
Deswegen, also wir diskutieren gerne mit euch darüber, ob ihr das eher mögt, ob mal in einer anderen Sprache, ob ihr sagt, ja, irgendwas verstehen muss ich, zumindest wie so Michelle, 20% am Broadway. Also wir 20% de Broadway. Gott, das ist so peinlich. Rue de Brot heißt es eigentlich, Rue de Brot. Avenue de Brot. Mach's nicht. Egal. Es ist wirklich einer unserer schlimmsten Videos. Vielen Dank dafür für deine Übersetzung. Oh, de rien.